Diesen März wollen wir nicht wie gewohnt in Dortmund unseren Vorkämpfern gedenken, sondern wir haben mit unserem lokalen Genossen Rönni heute etwas Besonderes vor. Er hat nämlich für euch und für uns diverse Denkmäler hier aus dem Ruhrgebiet und im Bergischen Land von Hamm bis nach Wuppertal rausgesucht, die zu Ehren der Gefallenen der Märzrevolution aufgestellt wurden. Und er wird euch heute auch zu den diversen Denkmälern und Gedenkorten immer eine kleine Erklärung und Einführung geben, was bei genau Duisburg hier passiert ist. In diesem Sinne, lasst uns starten. Bei Duisburg gingen viele verloren. Da waren zwei Rotgardisten, die einander die Treue geschworen. Da waren zwei Rotgardisten, die einander die Treue geschworen. Die schworen einander die Treue, sie hatten einander so lieb. Sollte einer von uns beiden fallen, dass der andere der Mutter dann schrie. Okay, also wir sind hier in Hamm-Wedfeld an einem Stein zum Gedenken der Roten Ruhrarmee. Hinter uns befindet sich ein Feld, da haben früher Kämpfe stattgefunden zwischen Arbeitern und faschistischen Freikorps. Genau um die 350 Arbeiter sind hier auch gefallen. Und genau, und der Stein, der hier steht, der wurde tatsächlich von einem lokalen Bauer vor der Nazizeit versteckt, um ihn danach dann wieder rauszuholen. Ne? Der hat den vor den Nazis quasi geheim gehalten, genau, und danach wieder aufgestellt. Und jetzt steht er hier bis heute. Der Mutter dann schrieb, sollte einer von uns beiden fallen, dass der andere der Mutter dann schrieb. Da kam eine feindliche Kugel. Wir sind jetzt in Hamm-Pelkum. Hier steht ein Denkmal für 83 Kämpfer von der Roten Ruhrarmee, die hier gefallen sind. Die Inschrift lautet, hier ruhen 83 Kämpfer für die Freiheit gefallen im März 1920. Möge diese Erde, in der ihr ruht, ganz eine freie werden. Es finden auch immer noch jährlich seitdem hier Gedenken statt, organisiert von lokalen politischen Gruppen. Und ja, es ist sehr gepflegt. Das Denkmal. Ja, was hier schon mehrmals vorgekommen ist, also ich bin relativ regelmäßig an dem Denkmal für die Ruhrkämpfer und bringe auch immer Blumen und Kerzen mit. Und fast jedes Mal, wenn ich dann wiederkomme, sind die Blumen und Kerzen weg und stehen hier an diesem Denkmal. Für die Eltern war es ein Kummer, für die Reichswehr war es ein Scherz. Für die Mutter war es ein Kummer, für die Reichswehr, da war es ein Scherz. Wir befinden uns jetzt in Werne auf dem Friedhof. Hier ist ein einzelnes Grab für einen jungen Ruhrkämpfer namens Heinrich Klaas, 20 Jahre alt geworden. Speziell hier, er hat auf seinem Grabstein das Eiserne Kreuz. Das Grab ist ein Teil eines großen Bereichs hier auf dem Friedhof für Gefallene des Ersten und Zweiten Weltkriegs, aber auch genauso für russische Arbeiter, die in der Zwangsarbeit gestorben sind. Dort gibt es auch noch einen Bereich und vermutlich hat Heinrich Klaas, also das Eiserne Kreuz ist dort vermutlich drauf, weil er sich das im Ersten Weltkrieg erworben hat und dann in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg auf die Seite der Roten Ruhrarmee gewechselt ist. Zu Ende und sie kehrten zurück ins Quartier. Da hat sich so vieles verändert. Er nahm einen Bleistift und schrieb's auf Papier. Da hat sich so vieles verändert. Er nahm einen Bleistift und schrieb's auf Papier. Er schrieb es mit zitternden Händen. Er schrieb es mit Tränen im Blick
Euer Sohn ist vom Stahlhelm erschossen, liegt bei Duisburg und kehrt nicht zurück. Euer Sohn ist vom Stahlhelm erschossen, liegt bei Duisburg und kehrt nicht zurück. Als es die Eltern erfahren, dass ihr Sohn sei gefallen. Wir sind jetzt hier in Bechkamen auf dem Zentralfriedhof, vorbei an einigen Denkmälern, wie immer für die Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Hier speziell auch vier verunglückte Bergleute haben ebenfalls einen Gedenkstein bekommen. Und jetzt stehen wir vor der sogenannten Frau mit der Fahne, ebenfalls mit Namen und Sterbedaten von Genossen der Roten Ruhrarmee. Ja, wir haben jetzt so kurz vor Hälfte der Tour, haben wir jetzt durch. Was mir nochmal aufgefallen ist, ist, es stehen sehr viele Denkmäler noch eher in jeder Stadt im Ruhrgebiet quasi. Aber was da dann halt auch nochmal auffällt, ist, dass sie einfach teilweise in einem super schlechten Zustand hinterlassen sind und weil sich einfach keiner mehr darum kümmert. So ist, was mir so ein bisschen fehlt, ich bin jetzt auch nicht der Älteste, aber auch Ü30 und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass linke Gruppen das im Großen zelebrieren, wie den 1. Mai oder den 8. Mai, aber eben diese wir als Linke haben so viele andere Gedenktage noch und gerade für die Märzgefallenen auch jetzt als Beispiel, diese Orte sind vorhanden und geht dahin, geht die besuchen, erlebt das einfach so, so fühlt das. Also was wir hier erleben ist, wir stehen an diesen Orten, wo historische Dinge der linken Bewegung geschehen sind. Da sind Genossen von uns erschossen worden, die haben für die gleiche Freiheit gekämpft wie wir jetzt und die wurden da hingerichtet und abgeknallt und diese Orte zu besuchen, das ist einfach nochmal so eine Rückbesinnung. Also wir als Linke haben eine, uns wird ja auch vorgeworfen, wir hätten keine Tradition. Dabei ist das großer Quatsch. Also wenn jemand Tradition hat, dann Kommunisten und Anarchisten und gerade die muss man aufrechterhalten, weil es macht kein anderer. Kein anderer geht dahin. Und keiner erinnert sich an diese Leute, an diese Genossen, an diese Gefallenen. Und deswegen ist das umso wichtiger, dass halt auch jetzt die jetzige Generation und auch die zukünftigen das einfach auch aufrechterhalten und auch diese Tradition pflegen. Wir sind jetzt in Herne angekommen auf dem Friedhof. Ein sehr beeindruckendes, gut gepflegtes Denkmal für die Märzgefallenen, aber auch für die Opfer, die während der faschistischen Herrschaft ermordet wurden vom DGB. Die schienen auch letztens da gewesen zu sein. Hier ist ein riesengroßer Kranz. Ist sehr schön, weil man ja oft negative Dinge hört, aber auf lokaler Ebene anscheinend wird da noch klassenbewusster gehandelt als auf der Führungsriege. Die Inschrift, da steht, gewidmet den Märzgefallenen im Jahre 1920 von der frei organisierten Arbeiterschaft Herne. Die hat das Schicksal einen Geist gegeben, der ungebändigt immer vorwärts drängt. Finde ich ein sehr schöner Spruch. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja, sehr beeindruckend. Sie sein junges Leben, das er verlassen so früh schon die Welt. Stahlhelm, wir schwören dir Rache für vergossenes Arbeiterblut. Wir sind jetzt in Bochum angekommen für das Denkmal der Roten Ruhrarmee. Wir können auf der Inschrift noch entziffern, die Steine sind nicht mehr so gut erhalten, aber optisch doch noch auf jeden Fall ansprechend. Das Leben nahmt ihr uns, aber nicht den Geist. Zum Gedenken an die Freiheitskämpfer 1920 sei Rebell auf zur Tat. Mit ein paar Namen von gefallenen Genossen. Was man hier sieht, ist, es wird auf jeden Fall top gepflegt. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Bochum, in einer Großstadt mit verschiedenen linken Organisationen und das merkt man halt auch. Also wenn eine Stadt eine starke linke Kultur hat, das macht sich auf jeden Fall auch bei den Denkmälern bemerkbar, weil das auf jeden Fall super ein Schuss ist und die Pflanzen sind neu, frisch gepflanzt. Das Denkmal für die Märzgefallenen wurde in den 20er Jahren aufgestellt. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, sollte es zerstört werden. Von Mitarbeitern des Friedhofs wurde der Stein versteckt und im Jahre 46 wieder aufgestellt. Das Denkmal besteht aus einem roten, etwa 1,90 Meter hohen und 65 cm breiten Sandstein sowie zwei Seitentafeln. Die Namen auf der Seitentafel ist von gefallenen freiwilligen Kämpfern aus dem Spanischen Bürgerkrieg.
So, und noch Zeit für die kleinen Dinge hier nebenbei. Ups. Der Rache, dann bezahlt ihr es mit eigenem Blut. Es kommen die Zeiten der Rache, dann bezahlt ihr es mit eigenem Blut. Wir sind jetzt in Gelsenkirchen-Horst angekommen. Mittlerweile ist es dunkler geworden, ein bisschen kälter, aber das hält uns nicht auf. Wir stehen hier vor einem Denkmal, auch wieder für die Opfer der Roten Ruhrarmee, mit mehreren Namen von Opfern, auch aus der Zeit während des Dritten Reiches, mit der Inschrift: Zerstampft des Unrechts Drachensaat, zerstört den Hass von Staat zu Staat, versenkt die Waffen in Gewässern, dann wird im Friedenssonnenschein die ganze Welt uns Heimat sein. Und dann noch: Sie starben für die Befreiung der Arbeiterklasse. Wie immer haben die Nationalsozialisten das Denkmal zerstört, aber es wurde auch direkt danach 46, 47 vom Vorläuferverband des VVN-BDA wieder errichtet. Wir graben unsere Gräber, wir schaufeln selbst uns ein. Wir müssen Totengräber und Leichen einem sein. Nur lustig eingefahren, geh doch fort, wenn's dir nicht gefällt. Es sind andere da in Scharen und es geht ums Deutschland, unser Kinderhilfeverband. Deutschland muss bestehen. Gehen. Jo, wir sind jetzt hier im Dunklen. Auf uns sind die Stolper. Noch unsere letzte Station in Wuppertal angekommen. Und typisch bergisch Wuppertal. Und mal gucken, ob wir es jetzt bei völliger Dunkelheit unsere letzte Station nicht in den Baum laufen finden. Das muss er sein, ja, das ist er. Das ist er tatsächlich. Ja, wir sind an unserer letzten Station angekommen, in der geschichtsträchtigen Stadt Wuppertal. Es ist sehr dunkel. Wir haben das Denkmal trotzdem gefunden. Man sieht einen Mann mit Sonne, einen Arbeiter. Er hält was in der anderen Hand. Man kann es leider nicht mehr so richtig erkennen. Und oben steht der Spruch: Das Banner muss stehen, wenn der Mann auch fällt. Es ist ein sehr bekannter Spruch. Ihr kennt ihn alle. Hinter dem Arbeiter, also was ich sehr schön finde, ist, man sieht die Sonne leuchten. Also immer Hoffnung. Also er gibt uns auch nach seinem Tod noch Hoffnung für unsere Kämpfe. Wir sind jetzt zum Abschluss dieses langen Gedenktages noch einmal eingekehrt, um uns wieder zu stärken. 6 Stunden waren wir heute unterwegs und es war wirklich ein toller Ausflug, den Ronny für uns heute vorbereitet hat. Wir sind hier bis in den Abend noch zu Orten gegangen und es war wirklich sehr, sehr schön, auch sehr bewegend,
diese verschiedenen Orte zu besuchen, einfach zu sehen, über die ganze Region in so vielen Städten gibt es eben noch Spuren der Märzrevolution. Einige gut erhalten, andere eher verwaist, und wir haben überall auch unsere Spuren heute hinterlassen. Und ja, es war für uns ein schönes Märzgedenken dieses Jahr, wo wir auch die kommenden Jahre dran anschließen wollen, denn es geht darum, unsere Vorkämpfenden nicht zu vergessen, ihren Kampf nicht zu vergessen und weiterzumachen. Und wir lassen den Abend jetzt gleich noch mit Burgern ausklingen. In dem Sinne, Glück auf. Und falls ihr jetzt heute Interesse bekommen habt, die Orte, die wir euch gezeigt haben, selber mal zu erkunden oder auch die Gedenkorte und Denkmäler bei euch in der Gegend, die wir heute nicht gezeigt haben, zu besuchen oder auch zu pflegen, dann schaut doch mal in die Infobox. Wir haben euch die Adressen von den Orten, die wir heute besucht haben, verlinkt und auch noch eine Website zu diversen Orten, die mit der Märzrevolution zusammenhängen, unten in die Infobox reingepackt.